Tschakka! Es geht wieder los. Mittwochabend, 19.30 Uhr hier aus Walders Kochwelten, Küchenwalder in Bad Vilbel. Heute nochmal in der schönen Küche hier unten im Erdgeschoss. Ich habe mir mal ein ganz anderes Gericht wieder vor oder ausgedacht. Und zwar machen wir eine Knusperkalbsleber. Jeder kennt die Kalbsleber Berliner Art. Auch wenn ihr hier drauf schaut, schaut mal, was für eine schöne Farbe die hat. Also achtet drauf, dass die Kalbsleber wirklich schon eine richtig schöne Röte hat. Dann seht ihr auch, dass sie richtig frisch ist. Natürlich, wenn man die schneidet und dann an die Luft legt, oxidiert sie ein bisschen, wird so ein bisschen gräulich. Achtet darauf, dass sie schön rot ist. Ich paniere die nur mit ein bisschen Pankow-Mehl. Das ist das chinesische oder asiatische Weckmehl. Dazu gibt es ein Gemüse mit schwarzem Knoblauch. Dann habe ich noch ein bisschen Trüffel hier von dem lieben Frank Trüffelmann, vom Frank Hölscher aus Dortmund. Den gibt es nachher ein bisschen oben drüber gerieben. Und wir machen gepufften Reis. Gepuffter Reis, ja, habe ich auch noch nie gemacht. Wie gesagt, ihr merkt schon, der Monat ist wieder mit lauter Neuigkeiten. Also, ich habe jetzt Basmati-Reis genommen, habe da auch nicht viel genommen. Ich halte es jetzt auch mal hier drunter. Jeder würde sagen, so ein getrockneter Reis. Nein, der wird richtig gekocht, also richtig weich gekocht, mit in Salzwasser und dann wieder abtropfen gelassen. Dann kommt er auf ein Backblech und wird so bei 50 Grad, so ungefähr 4 bis 6 Stunden, je nachdem, wie viel Menge ihr auch habt, richtig getrocknet. Das heißt also, er ist richtig trocken. Da wird man eigentlich am Anfang meinen, der ist noch gar nicht gegart. Und der wird einfach nur ein bisschen Öl ausgebacken und dann wird er nur noch ein bisschen gesalzen. Das machen wir dann nachher. Ja, als einfach so als bisschen als Crunch obendrauf. Also es gibt heute eine crunchige Geschichte. Was wir zum, wie gesagt, zum Fenchel machen, ist ein bisschen Sahne mit rein, damit wir da ein Gemüse kriegen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt, wie das zubereitet wird. Also das Erste, was wir machen müssen, ist den Fenchel zubereiten. Da werde ich jetzt einmal eine Pfanne wieder nehmen. Ich bin ja jemand, der gerne in der Pfanne arbeitet. Das wisst ihr ja mittlerweile. So, Pfanne erhitzen. Dann nehmen wir ein bisschen Olivenöl dazu. Kennt ihr ja bei mir. So. Dann schwarzen Knoblauch schon mal richten. Können wir ruhig 2 Stücke dazu richten. Passt ja hervorragend auch zum Trüffel dazu. Und den ganzen Fenchel schneiden wir also folgendermaßen. Das Grün heben wir auf. Bitte nicht wegschmeißen. Kann man wunderbar noch als Geschmacksträger dazu nehmen. Dann hier den Strunk rausschneiden. Hier hinten weg. Das oberste machen wir hier weg, weil es nicht so schön ist. Von der Farbe her und von der Struktur. Machen wir weg. Das tun wir jetzt hierher. So, auch hier wieder den Strunk raus. Oh, die Messer sind heute echt extrem scharf. So. Dann hier wieder das obere weg. Ist leider Gottes so, aber es sieht einfach auf dem Teller nicht schön aus. So, und das Ganze schneiden wir jetzt einfach in schöne, dünne Streifen. Und jetzt kenne ich natürlich viele, die keinen Fenchel mögen. Aber probier das mal. Also ich habe früher Fenchel auch nicht gemocht. Und muss wirklich sagen, ich mag mittlerweile Fenchel echt. Das schmeckt echt geil. So, das reicht eigentlich schon. So, das Ganze, wie gesagt, schon mal auf die Seite. Dann könnt ihr den Knoblauch einfach nur so ein bisschen halbieren. Das ist, schwarzer Knoblauch ist fermentierter Knoblauch. Der wird richtig lang gelagert und bei Feuchtigkeit von 80% wird er fertiggestellt. So, ihr seht schon, nimmt ordentlich Farbe ab. So, wie gesagt, Pfanne erhitzen hier. Dann den Fenchel rein. Temperatur etwas hochgehen. Dann einfach nur so ein bisschen gehen lassen. So, jetzt gehen wir hier schon hin und panieren uns so 2 Stücke Leber. Wichtig ist bitte, dass ihr die Leber nicht vorher würzt, weil in dem Moment, wenn ihr die salzt, wird die zäh. Also Innereien erst immer hinterher würzen. So, und einfach auch nicht zu arg drauf drücken. Die Leber nimmt sich schon an Knusperpanade das auf, was sie möchte. So. Dann wieder hier meine vorgefertigten Tücher. Wie gesagt, gibt es mal bei allen Großmärkten zu kaufen. So, Öl aufstellen, einfach ein bisschen Rapsöl nehmen. Da kann man öfters das Frittierfett nehmen. Man kann also Frittierfett, sage ich jetzt, Rapsöl nehmen. Da kann man auch nachher noch ein bisschen was für die Kalbsleber nehmen zum Braten. So, jetzt müssen wir mal hier mit der Temperatur hochgehen, damit hier immer was passiert. So, hier auch heiß werden lassen. Jetzt gehe ich ein bisschen hin, nehme ein bisschen Fett von dem Topf weg, damit wir auch hier sparsam sind. Im Moment sind die Ölpreise relativ hoch. Ich hoffe, dass das Ganze wieder runter geht. So. Hier auch die Temperatur hoch. So. Dann hier den schwarzen Trüffel mit reingeben. Und dann hier schon mal das Grün hacken. Einfach ein bisschen als Geschmacksträger und Farbträger.
So. Genau. Das nehmen wir dann später. So, aufpassen Sie. Wichtig ist, dass die Pfanne richtig heiß ist, wenn man die Leber brät. Und was wir ein bisschen brauchen, ist ein bisschen Butter dann dafür. Man nehme etwas Butter, sagte Horst Lichter immer. Und dann war ein ganzer Esslöffel im Essen. So, also das machen wir natürlich auch. So, einmal so ein bisschen anschwitzen. So, Salz, Pfeffer draufgeben. Bisschen Pfeffer dazu. So, das Fett hier ist schon heiß. Und jetzt, während das Ganze läuft, weil die Leber braucht den Klang. Achtung, schaut mal hier. Tschakka, jawoll. Das sind lauter so kleine Würmchen, die hier entstehen. Kurz goldgelb backen. Dass sie auch jetzt richtig wie so kleine Würmchen. Schaut mal hier. So, dann abschütten. Und das war's schon. So, jetzt gibt er die hier hin. Und einfach dann zum Abtropfen hier drauf. Das Fett, wie gesagt, könnt ihr dann nochmal nehmen. So, jetzt hier. Ganze glasig. Jetzt kommt schon, wenn ihr das riechen würdet, der Duft von dem schwarzen Knoblauch. Das riecht hervorragend. So, jetzt ein bisschen Sahne dazu. Wir wollen nicht zu viel Soße dazu geben. So, jetzt geben wir hier auf diesen gepufften Reis. Es ist wichtig, wenn er irgendwas frittiert, dass er das im heißen Zustand würzt. Also bitte nicht hingehen und hinterher würzen, wenn es kalt geworden ist. Das schmeckt nämlich überhaupt nicht. So, und dann kann sie hier würzen. So, dann können wir das hier schon mal runtergeben, weil ich es einfach nur das Fett abtropfen habe lassen. So, das Ganze lassen wir jetzt hier durchkochen. Und jetzt gehen wir hier in die Pfanne rein für die Kalbsleber. Nochmal Temperatur erhitzen. Und jetzt hoffe ich, dass wir das goldgelb ausbacken können, das Ganze. Genau. Also normalerweise geht man hin, Kalbsleber Berliner Art, da wird die Leber einfach nur meliert. Das heißt also kurz in Mehl gewälzt, wird ausgebacken. Dazu gibt es meistens Apfelringe und ein paar Zwiebelchen dazu. Oder ein schönes Püree geht natürlich auch dazu. So, probiere ich das Ganze mal hier. Ein bisschen Salz noch. Aber es hat schon fast den Geschmack, den ich haben möchte. Wie gesagt, hier drauf aufpassen, dass die goldgelb gebacken wird. So. Jetzt hier das Grünzeug mit rein. Und wer mich auch wieder hier kennt, wieder immer sauber machen, anständig anrichten das Ganze. So, und jetzt geben wir hier ein bisschen Butter dazu. Man nehme etwas Butter. Also ihr seht, ich verwende sehr, sehr selten Butter. Gell, Olli? Oder? Dann lassen wir die nochmal ganz glasig hier drin angehen. Auch hier ist wichtig, dass ihr die Butter bitte nicht zu lange, also dass die Kalbsleber nicht zu lange brat, sondern wirklich nur relativ kurz, dass er goldgelb wird. Die darf auch nicht durchgebraten werden. So, schön hier. Goldgelb braten. So, ihr Kinders, hier komme ich wieder ans Anrichten. Also ihr seht, es ist echt witzig, wie schnell so eine gute Küche geht. So. Das Gemüse hier einfach drauf. Jetzt bitte geht nicht hin, wenn er anrichtet, einfach draufschütten, sondern wir wollen es ja auch ganz liebevoll anrichten. Dann geht bitte hin und richtet es schön auf dem Teller hier an. Ruhig immer mit dem Löffel anrichten. Ich kenne die Kollegen und auch viele, die einfach aus der Pfanne rausschütten. Habe ich auch schon mal gemacht, klar. Fehler wie jetzt zum Beispiel, hat keiner gesehen. Also ich empfehle immer da. So, die ist jetzt auch schon gleich fertig. So, schon hier runterstellen. So, dann machen wir den gepufften Reis. Wie gesagt, gucken, dass er auch schmeckt. Nochmal probieren. Schmeckt richtig geil. So, jetzt hier nochmal kurz würzen. Sonst geht er hier hin. Die Kalbsleber ist hier oben drauf. Ah, einen kleinen Moment. So, dann habe ich hier meinen Trüffelhobel.
So, und wie gesagt, wichtig ist, dass die nicht durchgebraten ist, die Leber. So, jetzt hier noch ein bisschen von dem gepufften Reis drauf. Und, weil es so schön ist, schön Trüffel drüber. So, ihr Lieben, das war's schon wieder. Olli, wie lange ging jetzt die Sendung? 11 Minuten. 11 Minuten. Also ihr seht, wie schnell man eine geile Küche einfach zubereiten kann. Also, was gab's heute Abend? Eine Knusperleber, paniert in Pankow-Mehl. Das ist das asiatische Weckmehl. Dazu habe ich ein schönes Gemüse gemacht von Fenchel. Angeschwitzt mit ein bisschen fermentierten schwarzen Trüffel. Trüffel, sage ich. Knoblauch. Danke, Olli. Morgen lernen wir Bus. Also manchmal bleibt mir auch die Sprache weg oder manchmal vergesse ich irgendwas. Ihr merkt, ich werde alt mittlerweile. Und dazu ein bisschen Sahne abgegossen, das Ganze mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Dann die Leber ausgebacken, den gepufften Reis. Wie gesagt, nehmt am besten Basmati-Reis, einen Tag vorher kochen, dass er richtig weich ist, dass er auch nach Salz schmeckt. Dann einfach im Backofen auf 40 bis 60 Grad bis 50 Grad aufheizen, Umluft. Und dann einfach richtig trocken werden lassen. Also so 4-5 Stunden da drin den Reis trocken. Und dann sieht er aus wie fast ungekocht. Und dann stellt ihr euch einfach eine Pfanne oder ein Töpfchen auf mit etwas Öl. Und dann backt ihr einfach diesen Reis nochmal aus, wie ihr es eben gesehen habt, dass er auch so richtig wie so kleine Würmchen ist hier. Und dann sofort, wenn ihr den habt, sofort bitte hingehen und den würzen mit Salz. Kein Pfeffer, sondern wirklich nur mit Salz. Was ihr machen könnt, ihr könnt so eine Salz-Curry-Mischung machen. Und dann schmeckt es hervorragend. Ich habe jetzt noch ein bisschen da drauf noch ein bisschen gehobelten Trüffel von meinem lieben Freund aus Düsseldorf, von Frank Trüffelmann, drüber gehobelt. Ja, das war's schon wieder hier aus Walders Kochwelten, Küchenwalder hier mit meiner Kreation Knusperleber mit Fenchelgemüse und Trüffel. Danke natürlich an Walders Kochwelten, GFU, Wüsthof, FFD, Churchill, Food Branding und natürlich im Background der liebe Olli. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder pünktlich 19:30 Uhr. Schalte wieder ein, es lohnt sich. Bis dann, ciao.